Sauber? Nee, sauberst. Ich sag ehrlich gesagt meistens fuck. Recht pure Klump. Ja. Menschenschaden? Geht ein bisschen ins Biologische rein. Sag nochmal. Hast du den Scheißdreck auf die Klotzbibel? Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge für ein Schwäbisch für Neigschmeckte. Wir wollen uns heute den schwäbischen Flüchen widmen. Ja, indem wir ein paar Dinge einfach ihr an den Kopf ballern, respektive den Kollegen, die nachher vor der Kamera sitzen. Und dann muss sie erraten, um was für einen Fluch es sich handelt, beziehungsweise was ich eigentlich ausdrücken wollte. Sonst schlage die angespitzt den Boden ein. Sonst schlage ich dich angespitzt in den Boden hinein. Angespitzt, angespitzt. Wir beginnen mal mit folgender Situation. Stell dir vor, passiert da vielen Menschen, Ikea-Schrank, Aufbau, und der geht schief. Ach so, elendiges Hureklump. Die Handlamm, der den Hennedreck erfunden hat, der gehört gerade mal an Bagger geschlagen. Okay. Ja? Jemand gehört an Bagger geschlagen? Nicht ganz. Angespitzt, das ist der schwäbische Nasallaut. Hennedreck ist sowas wie ein Klump. Ja? Ein Klump. Und das ist was nochmal? Ein Klump ist ein unfertiges, unsinniges, nicht funktionierendes Produkt. Ja, also angespitzt, oder? Nee. Nee, eben nicht. Sonst wäre es ja leicht. Angespitzt, angespitzt. Oh gut, sagt man ja. Und eine Handlamp, hast du das auch verstanden? Eine Armleuchte. Richtig, genau. Armleuchter wäre der korrekte Begriff. Also quasi der Erfinder des Schranks, der Konstrukteur, wurde als Handlamp, als genau, bezeichnet. Als Idiot quasi. Als Idiot. Ah, ungespitzt. Ungespitzt, genau. Das tut mir weh. Ja, ja, genau. Ist doch klar. Ja, ja. Okay. Sonst kann es jeder. Dämmele, halt der Gosch, sonst kriegst du gleich die Gosch voll gelaufen. Voll gelaufen? Gelaufen. Hast du den Scheißdreck auf die Klotzbibel? Gosch voll Blumen. Es wäre schmerzhaft, so viel kann ich dir sagen. Pass auf, Junge, sonst greift dein Zauber morgen ins Leere. Zauber? Irgendwas greift ins Leere? Ja, irgendwas greift ins Leere, das ist richtig, aber was? Hast du Scheiße auf der Brille? Na, fast. Windschutzscheibe? Geht ein bisschen ins Biologische rein? Nee. Die Gosch voll. Da geht ja irgendwas rein in den Mund. Ja. Gosch voll Glurfe. Sag nochmal. Hast du den Scheißdreck auf die Klotzbibel? Zauberst? Ja. Die Zahnbürste. Zauberst. Die greift dann ins Leere. Das richtig, genau. Check ich nicht. Reißzwecken. Reißzwecken. Boah. Die Ein brutales Regiment hier. Ja, allerdings, wer denkt sich denn sowas aus? Ja, tut mir leid. So Scheiße auf den Augen. Ja. Ganz klassisch übersetzen kann man es einfach, pass auf, gleich gibt's aufs Maul. Okay. Ha? Aber im Schwäbischen sagt man, pass auf, ich nehme dir gleich die Zahnbürste weg. Das ist natürlich ganz böse. Nee, pass auf, sonst greift dein Zauberst morgens leere. Du hast quasi nichts mehr morgen, mit dem du, wo du deine Zahnbürste einsetzen kannst, weil die Zähne weg sind. Ach so. Das war unsere aktuelle Folge von Schwäbisch für Neigeschmeckte mit einer kleinen Exkursion in die schwäbische Fluchkunde sozusagen. Wir hoffen, es hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Ciao.